Hallo, ich hoffe, es geht dir gut. Jess beweist, dass es auch hier an der Nordsee in Niedersachsen ganz schön heiß sein kann. So oft höre ich Golfer, oft meine Schüler, die sagen, wohin, ich habe so viel im Kopf. Ich denke am besten an gar nichts. Naja, wenn man irgendwas verbessern möchte, dann muss man daran denken, zumindest auf der Driving Range. Und wenn man spielt, sollte man, denke ich, dann höchstens ein, zwei Schwunggedanken haben. Aber ich habe noch einen Tipp für dich, wie du wirklich ohne Denken, zumindest mit Schlag, gut Golf spielen kannst. Nun, ich war vor kurzem bei der Porsche Open in der Nähe von Hamburg und da habe ich wieder gesehen, wie die Pros, und jetzt kommt es, übertreiben. Aber die tun es so dermaßen, es ist schwer zu glauben. Und das machen sie beim Probeschwung. Und beim Schlag sieht der Schwung sehr normal aus. So, ich werde dir jetzt ein paar Beispiele geben, wo man eine Übertreibung sehr gut einsetzen kann. So, erste Sache. Sagen wir mal, ich habe Angst, den Ball jetzt zu slicen oder ich spiele immer einen Slice statt am Ball. An Senken, Releasen, Drehen etc. zu denken. Ich werde beim Probeschwung das Innen nach Außen richtig übertreiben. So, ich bleibe auf der Ebene, senke und schwinge stark nach rechts. Ebene, senke und stark nach rechts. Da hast du bestimmt einen Bogen gesehen. Das ist gut. Jetzt aber am Ball werde ich einfach an einen schönen Rhythmus denken. Und da kam ein wirklich schöne Draw. Lange, flache Ball mit 2 Meter Draw. So, es gibt auch Golfer, die Angst vor dem Linksball haben. Und das sieht man oft bei den Pros. Der Schläger ist zu hinter ihnen beim Abschwingen. Die schwingen zu sehr von innen nach außen. Und da gibt es zu viel Unterarmrotation, wenn der Ball huckt. Übrigens, viele Amateure machen das auch. Man kann auch zu sehr von innen nach außen schwingen. Das ist natürlich auch falsch. So, da hat man bei den Pros gesehen, die machen einen guten Rückschwung und dann haben sie das getan. Ich weiß, wenn du das noch nie gemacht hast, wirst du wirklich meinen, das ist extrem radikal. Aber das ist notwendig für einen Hooker, weil ein Hooker bleibt stehen. Er schiebt ihr. Die rechte Schulter geht ganz tief. Es gibt zu wenig Drehung. Er schwingt oder sie schwingt zu sehr nach rechts. So, diese Person muss das. So ruhig mal von hier nach vorne und nach links schwingen. Die Hüfte richtig rotieren. Aber jetzt mit Ball wird es nicht so extrem aussehen. Ich ziele ein bisschen nach links und werde hoffentlich einen Fade spielen. Und mein Gefühl ist zu drehen. Aber jetzt denke ich wieder an einen schönen Rhythmus. Der startete auch flach weg. Und jetzt kommt die Kurve nach rechts. Jetzt beim British Open am Loch 1, wo das Loch nicht zu lang war, da kam irgendwann ein Graben, haben die Pros einen flachen, oder wie die Amis sagen, einen Stinger gespielt, so ein flacher Draw. Das hat Spaß gemacht, das zuzusehen. Und wenn du einen flachen Ball spielen möchtest, und das muss man manchmal, zum Beispiel wenn man Wind oder Bäume vor sich hat, dann ist es wichtig, dass du im Treffmoment die Hände vorne hast, Gewicht links, Gewicht über den Ball, Hände vorne. Und das kann man auch durch Übertreibung vorher beim Probeschwung gut hinbekommen. Ich muss aber einen anderen Schläger holen. So, diesmal Tee niedrig auf. Ich habe mein Eisen 4. Den Ball werde ich etwas rechts spielen. Ich werde gucken, dass mein Kopf über dem Ball ist, schon am oberen Punkt des Rückschwunges. Und dann werde ich gucken, dass ich ja komme. Und das ist natürlich eine Übertreibung. Aber guck, wie viel ich gedreht habe und wie weit meine Hände vorne sind. So, das ist, was ich spüren möchte. Okay, mit dem Gefühl, hoffentlich wirst du den Ballflug sehen können.
Und da kommt ein schöner, flacher, weiter Draw. Oh, da kriegt man wirklich Länge und der Ball rollt aus. Aber dieses Feuer, dieses Trainieren vorher hat mir wirklich im Schlag geholfen. Das ist noch ein gutes Beispiel, wo die Übertreibung sehr helfen kann. Es kommt sehr viel vor, dass meine Schüler zu viel schieben und ein zu tiefe rechte hintere Schulter im Treffmoment haben. Und da ist eine Hüftrotation mit engen Füßen angesagt. Die linke Hüfte muss zurück und die Schlagfläche bleibt dabei auf. Das Blatt muss zum Ziel zeigen. So, ja, könnte ich wirklich beim Probe schon vielleicht ein bisschen offen stehen, so extrem offen, aussollen und dann richtig rotieren, dass der Bauch nach links zeigt und das Blatt bleibt offen. Es wird höchstwahrscheinlich nicht so extrem sein mit Ball, so Übertreibung beim Probeschwung. Okay, und dann hoffentlich ist das Gefühl da. Spin. Jetzt machen wir den Putt und das wird unser letztes Beispiel sein. Die Grüns hier in Nüttelsburg sind schnell, so da empfehle ich bei schnellen Grüns nicht weiter aus der rechte oder hintere Fuß ausholen und dann nach vorne weit zu schieben. So mein Probeschwung, nachdem ich mich ausgerichtet habe, also Mitte rechts, würde ich sagen, sieht so aus. Natürlich viel weiter aus, was ich mit Ball machen würde, aber das bremst mich, ich haue dann nicht drauf. Schade, aber mein Schwung war gut. Nächstes Mal muss ich den Putt besser lesen. Das sind ein paar Beispiele, wo Übertreibung dir auf jeden Fall helfen wird und das Denken aus deinem Spiel nehmen wird. Viel Erfolg bei deinem Golf. Tschüss.